Das große Deutschland-Quiz, gesponsert von den deutschen Jugendherbergen. Hallo, ich bin Jens Christ. Und nein, ich werde nicht für dieses Quiz jetzt hier von den Jugendherbergen irgendwie bezahlt. Muss auch nicht sein, weil ich finde das Quiz ganz gut und hier lernt man ein bisschen was von Deutschland kennen, zumindest da die Gegenden. Also zum Beispiel wie hier Bremen, Bremer Stadtmusikanten, Kölner Dom, Brandenburger Tor in Berlin. Das lernt man hier so ein bisschen kennen und deswegen will ich spielen. Also ich will jetzt hier gar nicht bei den Quiz mitmachen, das kannst du auch machen. Ich werde die Internetseite unten verlinken und da kannst du dann mitmachen und kannst tolle Preise gewinnen. Ein Preis, also der Höchstpreis ist, glaube ich, ein 100 € Jugendherbergsgutschein. Ich glaube, du musst Jugendherbergsmitglied sein, um da mitzumachen, aber vielleicht bist du das ja. Wenn nicht, so viel kostet der jetzt auch nicht, der Ausweis. Und dann besuch doch mal eine Jugendherberge. Und da musst du ja eh so einen Ausweis machen, ne? Aber starten wir doch einfach mal das Quiz. So, und jetzt gibt es hier einen Leuchtturm. Ja, wo könnte der denn sein? Der Leuchtturm. Ich glaube, wenn ich jetzt hier Leuchtturm... Leuchtturm, was könnte das für ein Leuchtturm sein? Ich gucke ein bisschen in meiner Liste, denn ich habe mir alle Bilder schon mal angeguckt oder viele Bilder angeguckt, alle nicht. Ich habe immer wieder neue gesehen. Und diesen Leuchtturm, den hatte ich auch schon mal. Aber ich finde den jetzt gerade nicht in meiner Liste. Doch, doch, da ist er. Also dann schreiben wir schon mal Leuchtturm hin und du kannst ja schon mal überlegen, was könnte denn das für ein Leuchtturm sein? Also wo könnte der denn stehen? Was brauche ich noch? Das, ja, für Leuchtturm. So ein bisschen steht er jetzt hier hinten schon und hast du schon eine Ahnung, wo der sein könnte? Und dann nehmen wir noch das W und das ST. Kenne ich eigentlich diesen Ort da, den das dann da so ist? Ich glaube, ich kenne das gar nicht mal. Welchen Buchstaben habe ich jetzt hier noch vergessen? Ja, weiß ich nicht. Also ich kenne den Leuchtturm nicht. So, aber das ist etwas Schönes, was jetzt hier ist. Also da wollte ich unbedingt auch mal hin, hier bei diesem Bild. Also ich wollte ja gerne mal mit der AIDA fahren. Nein, das ist jetzt nicht die AIDA. Also es ist schon die AIDA hier. Aber worum es hier jetzt geht, das ist nicht die AIDA. Das ist aber was Schönes, wo ich schon mal hin wollte. Und zwar ist das Ganze in H-A-M-B-U-R-G. So, das Ganze ist in Hamburg. Und vielleicht hast du ja da ja schon mal. Ich will da mal hin. Also doch, das ist eigentlich ganz schön. Und zwar fängt das mit M an. Und das ist das Miniatur und das Wunderland. Land, Miniatur Wunderland in Hamburg. Da will ich ganz gerne mal hin. Ja. Dieses Bild habe ich nicht, aber ich glaube, es ist ein Fernsehturm. Also ich habe das schon öfters gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ist der, nee, in Frankfurt kann er ja gar nicht sein, ist ja ein F dann da schon weg, ne? Wo könnte der denn stehen? Ich gucke mir gleich das an. Aber vielleicht weißt du ja schon, wo der dann da so stehen könnte. Der Fernseh.
Ich habe den, glaube ich, schon mal gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, wo der stehen könnte. Berliner. Ach genau, ich glaube, es ist der Berliner. Ja, war ich auch noch nie in Berlin, ne? Also der Berliner Fernsehturm. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hatte den schon mal gesehen, aber habe den jetzt nicht in meiner Liste aufgeschrieben. Ja. Diese Mühle im Hintergrund mit dem Haus kenne ich. Und zwar ist das, also ich kenne ihn nicht, aber ich habe das Bild schon gesehen. Und vielleicht weißt du ja, wo das stehen könnte. Das ist ein Museumsdorf. Habe ich schon Dorf. Kannst ja mal versuchen herauszufinden, welches das dann da so ist. Ich guck mal selber. Kenne ich zwar nicht, aber ich habe das ja schon mal gemacht und mir dann mal alles angeguckt. Und habe ja hier so eine Liste mit Hilfen und vielleicht weißt du ja jetzt schon, was das hier für ein Museumsdorf sein könnte. In dem Dorf war ich auch noch nie. Also in der... fehlt noch das... N fehlt noch. Ja. Kenne ich nicht. Naja. Okay. Achso, das ist hier so ein Kegel. Und der Kegel, das ist ein Turm. Ich gucke gerade in meiner Liste, wie der denn dann da war. Ich glaube, Turm können wir schon mal aufschreiben, ne? Oder war das nicht Turm? Das war doch irgendein Turm. Wie hieß denn der nochmal? Ah, da haben wir. Ja. Okay. Mit J fängt er an. Und ich kann ja schon mal sagen, wo der steht. Vielleicht warst du da ja schon mal. In Magdeburg steht er. In Magdeburg. Ich guck mal gerade. Du kannst ja mal überlegen, was denn das denn da so sein könnte für einen Turm. Ja, wo haben wir den denn nochmal? Da haben wir ihn in meiner Liste. Ja. Vielleicht kennst du ja den Turm dann da schon, ne? Also Jahrtausendturm. So sieht's aus, ne? Ja. Warte mal. Ha. Der Jahrtausendturm in Magdeburg. War da schon mal einer von euch? Also ich war da ja noch nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Turm ist. Also ich habe den jetzt hier nur gesehen. Aber vielleicht sollte ich mal nach Magdeburg und dann mal gucken, wie der dann da so aussieht. Die Brücke. Die Brücke kenne ich überhaupt nicht. Es scheint hier so eine Zugbrücke zu sein. Aber ich habe es ja auch noch nie gesehen. Also hier in diesen... Spiel habe ich sie noch nie gesehen und weiß nicht, wo die dann da so sein könnte. Hat anscheinend zwei E's und ein I. Also in Köln gibt es eine Brücke, aber das ist sie bestimmt nicht. Wo geht denn so eine Brücke über den Fluss? Was könnte denn das dann da so sein? Tja, jetzt bin ich überfragt. Das ist ein bisschen blöd, wenn man sich doch nicht so gut in Deutschland auskennt und jetzt bemerkt ihr es, wie schlecht ich mich eigentlich in Deutschland auskenne. Und ich verbrauchte jetzt hier meine Fehlversuche, also meine Versuche. Vielleicht weiß ja einer schon von euch, was das denn da für eine Brücke ist. Zwei Fehler darf ich noch machen. Ich glaube, ich werde es nicht erraten.
Tja. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Brücke sein könnte. Aber vielleicht weiß ja schon einer von euch, was das sein kann. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Fehmarnsund. Gibt es irgendwie Brücke? Aha. Naja. Okay. Ja. Und jetzt können wir dann hier teilnehmen. Also ich bin der Herr und dann Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse. Will ich Informationen haben? Nee, will ich jetzt mal nicht haben. Teilnahme, die Bedingungen muss ich akzeptieren. Und dann können wir uns mal die Teilnahmebedingungen angucken. Und hier sehen wir dann halt die Gewinne. Also einmal 3 Übernachtungsgutscheine. Nee, 3 Übernachtungsgutscheine in Wert von 100 Euro. Dann 5 tolle Spielboxen vom Kosmos Verlag. Und 10 Gewinnerpakete, ja. Schauen wir scharf. Und hier ist das Datum, bis wann dieses aktuelle Runde dann noch geht. Danach startet eine neue Quizrunde. Also ich nehme mal an, dass die regelmäßig solche eine Quizrunde machen, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Und deswegen werde ich es auch verlinken. Und ja, also um da mitzumachen, musst du anscheinend ein Mitglied der Deutschen Jugendherberge sein. Es dürfen aber keine Mitarbeiter mitmachen. Ja. 18 Jahre solltest du sein, Wohnsitz in Deutschland. Ja. Also, vielleicht mache ich dann jetzt hier auch Schluss, wobei ich könnte jetzt auch noch weitermachen, auch wenn ich jetzt hier eigentlich verloren habe, aber man kann hier immer die Seite neu laden und dann sieht man dann da Bilder. Und diese Bilder kenne ich jetzt eigentlich gar nicht. Ach, das kenne ich hier wieder. Was war denn das nochmal? Das war... War das eine Wetterwarte oder irgendwie sowas? Nee, ich glaube nicht, oder? Was war denn das? Ach, genau. Genau, das war irgendwas mit Harz. Ach so, ja. Ja. Was könnte denn das sein? Der große Brocken. In Harz. Ja, das kenne ich auch hier. Das ist, warte mal, wie heißt denn jetzt der Drachenfels. Oh, jetzt habe ich schon verraten, eigentlich sollte ich ja langsam das aufbauen, ne? Damit ihr mitraten dürft. Ich guck mal, wie lang wir überhaupt schon machen, denn vielleicht, jetzt seht ihr hier unten schon ein bisschen eingeblendet, 13, 14 Minuten. Vielleicht mache ich jetzt hier mal einen Cut und mache dann auf meinen Spielekanal regelmäßig eine Folge davon. Also vielleicht gehen wir das Jugendherbergs-Quiz regelmäßig mal durch, aber auf meinen Spielekanal, damit ihr auch mal auf meinen Spielekanal irgendwie kommt und da ihr euch Videos anschaut, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht einmal die Woche so ein Quiz von der Jugendherberge kommt. Mal schauen. Und ich werde das jetzt hier beenden. Also wir können ja mal hier einfach mal neu laden. Das ist auch ein Bild, was ich nicht kenne, keine Ahnung. Das ist aber etwas, was ich wieder kenne. Und das machen wir noch. Ah nee, das war das. Doch, das machen wir auch noch. Das war nämlich ein Nationalpark. Jetzt ist die Frage, was für ein Nationalpark?
Hast du schon eine Idee, was für ein Nationalpark es sein kann? Wie wär's denn mal mit... Wat? Watten? Watten? Was ist denn das denn da so? Hast du schon eine Ahnung, was das für ein Nationalpark sein kann? Ja, der Nationalpark Wattenmeer. Also, ja. Das ist ein Bild, was ich wieder nicht kenne. Die Windmühle, die kenne ich. Da müsste ich in der Liste schauen, was das für eine war. Aber behalten wir uns doch dieses Mal diese Orte für nächstes Mal auf. Und ja, du darfst hier gerne kommentieren. Du findest hier vielleicht auch irgendwo eine Playlist und vielleicht auch eine Playlist zum Deutschland-Quiz. Vielleicht lade ich dieses Video auch in beiden Kanälen hoch, einmal in den Spielekanal und einmal in meinen Hauptkanal. Das kann durchaus sein. Denn dann kann ich in den Spielekanal die Playlist als Serie machen. Und wenn die dann als Serie ist, dann werden die dann da bei den nächsten Videos, wird man dann automatisch zu den nächsten Videos in der Playlist weitergeleitet, hat Vorteile und deswegen könnte es sein, dass ich dieses Video jetzt hier in beiden Kanälen hochlade. Mal schauen. Ja, ich wünsche dir jetzt noch Gottes Segen und mach doch mal das Jugendherbergsquiz. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Ja.